Regiola, asse Regiola, mi Ente, was geht ab, meine Besten? Euer Boy Elmer Cubanito ist mal wieder back am Start. Und ja, mi Ente, könnt ihr sehen, nicht alleine. Nein, ich habe mal wieder Mr. Modern Goalkeeping. Es freut mich sehr. What's up, Bro? What's up, Broski? Auf jeden, ihr könnt es sehen, wir haben die Trikots an vom FC Thun und sind in einem überragend schönen Stadion. Vielen, vielen Dank an den FC Thun. Und Bro, ich würde sagen, wir müssen jetzt mal eine ultimative Freistoß-Challenge machen. Das müssen wir. Challenges. Ja, okay? Genau. Also Thun ist gerade zu meinem Lieblingsverein geworden, ne, wegen dem Stadion. Aber ja, wir müssen auch eine Challenge machen. Auf jeden Fall, Leute, wir werden jetzt ein paar Challenges machen. Ich würde sagen, als erstes fangen wir an mit Freistoß-Schießen, dann vielleicht noch eine Abwurf-Challenge. Und ja, ihr werdet es gleich sehen. Ich würde sagen, let's go, Mike. Let's get this. Vamos, vamos. Oh yeah. Deine Arme sehen richtig gut aus, Bro. Ich sehe, du hast was für Pumpe. Man kennt ihn doch. Oh. Mike, ich würde sagen, heute scheißt du nicht so gut ab, mein Freund. Hä? Heute? Heute bist du. Weil das Stadion-Feeling ist. Guck mal, ich bin rein. Ich sehe das. Aber, Leute, komm mal mit, ganz kurz. Was machen wir, wenn der Kuba eigentlich einen Ball drunter schießt? Ne? Dann legen wir einen Mann drunter so. Weißt du, Kuba, die machen das jetzt heutzutage. Ich glaube, die machen. Okay. Okay. Don't move! Don't move! Das ist der erste Schuss des Tages, meine Damen und Herren. Mikey! Mikey! Erster Schuss des Tages, meine Damen. Erste Challenge, Freekick Challenge mit der Wall. Fünf Schüsse, okay? Five Shots. Mauer, Mauer, hochspringen! Vamos! Okay, nice sight. Vamos! Es ist Sparta! Sparta! Mikey! Was ist da los, mein Junge? Okay, Mente, 3-1, ich habe eigentlich schon gewonnen, die Position. Aber. Hä? Fünf Schüsse, Bruder. 3-1 für mich. Leute, ich mache jetzt noch einen. Könnt ihr sehen, von hinten. Leo findet das von hinten. Auf zu wild. Ja. Okay, Mert, ich würde sagen, erste Challenge ist dann. Es steht, glaube ich, oder stand für mich 3-1. 3-1, Bro, nee, aber was ist... Was glaube ich, 3-1? Das kann gar nicht sein. Wir hatten 5 Schüsse. Du hast nicht so dumm labern, no! Mert, ich würde sagen, Challenge zu Ende. Ich ganz klarer Sieger. Jetzt würde ich sagen, gehen wir auf die andere Seite. Mike meinte eben zu mir, ja, Bro, du Kuba, weißt gar nicht, das wie Ding schwer ist. Das ist. Ich habe die Dings nicht richtig gesehen. Ja, Bro, jetzt kannst du zeigen, ob du wirklich ein Profi bist, Bro. Das geht schon kein Profi. Jetzt musst du zeigen, hier beweisen, Bruder. Beweisen. Okay, komm, ich beweise. Extra für dich. Okay. Nein, nein, Leute, es ist echt, es ist auf jeden Fall schon schwieriger. Es ist sehr schwierig. Aber guck mal. Es ist auch schwieriger für mich. Ich glaube, es ist schwieriger, noch schwieriger für den Torwart. Ich stehe erstmal 10 Meter auf der anderen Seite und dann, wenn der Ball über die Mauer geht, dann sehe ich den Ball erstmal nicht. Ja, aber Bro, ich muss auch erstmal den Ball über die Mauer bringen. Ja, das ist dann. Ich will einfach sagen, wir machen weiter. Gehen, fünf, ne? Schüsse wieder. Möge der Bessere gewinnen. Let's okay. Go. Ich würde sagen, ich muss hier nachlegen. Direkt oben links. No mercy. Ready, Mike? Okay, Leute. Der erste Pech. Ich würde sagen. Nochmal, oben links, let's go. Du bist Bescheid. Fuck me. Mikey. I'm fucking done. Ja, Thun, ihr wisst Bescheid. Wenn ihr noch einen Freistoßschützen braucht, call me. Wechselt mich einfach so 85 Minuten rein. So reicht es, glaube ich, noch. Ja.
Mauer. Okay, Leute, 2-2-1. Let's go. Gut? Ja. Dass du die Bälle nicht hältst. Die springen nicht hoch. Was kann ich dafür, wenn du die Mauer falsch stellst, Bruder? Die Mauer hört nicht, was ich sage. Okay. Bro, it's too easy. Jetzt letzte Challenge und zwar Volley Challenge. Mike, du wirst mit dem Ball abwerfen. Okay. Ich muss versuchen, mit 2 bis 3 Touches deine Eine Ball Frage. Ja? Kann ich noch die Challenge überhaupt gewinnen? Also Bruder, das ganze Spiel? Eigentlich habe ich beide Challenges gewonnen. Okay. Aber wir sagen die letzte Challenge. Okay, wieder. Die letzte wieder. Okay, let's go. Ganz kurz, Bro. Atme einfach mal die Luft ein. Die Luft, die Schweizer, clean Luft. Guck dir, wo wir sind. Boah. Zu wild, Chat. Chat. Hauptsache Chat. Ja, Miente. Und apropos Chat, ganz kurz. Ich bin auch jetzt gerade live auf meinem 2. Kanal, Cubanito Live. Wie könnte es anders sein? Also, falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das sehr, sehr gerne jetzt tun. Viel Spaß mit dem Video. Okay, Leute. Challenge fängt an. Vielen Dank an FC Thun. Let's go, Chat. Yeah. Jungs, wo willst du? Wow! Mein Brustkorb ist gebrochen. Du weißt es, Bescheid. Bro, I love you. Let's go, Bro. Ja. Geht doch, Junge! Okay, Mente, jetzt letzter. Let's go. Was passiert? War das so? Oder klar war das so? Leute, und damit würde ich sagen, der bessere Schütze gewinnt. Der Champion. Big respect. Of the football changes. Erstmal wieder. Cubanito! Nein, aber Props, Mike. Du hast dich auf jeden Fall auch sehr, sehr gut geschlagen. Danke, Bro. Und ja, vielen Dank auch nochmal an den FC Thun für die Location hier. Einfach wild. Thun, Lieblingsverein. Ihr wisst Bescheid, wer noch einen guten Torwart braucht oder einen Freistoßschütze. Wisst Bescheid. Anrufen. Und ja, checkt auf jeden Fall Mike ab, den Bruder Support. Checkt auf jeden Fall Kuba ab. Und Miente. Let's go. Sehen uns. Ciao, ciao.